Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Dreisteinhof am wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ja, in der letzten Folge sind wir ja da stehen geblieben beim Dreschen des Siebenerfelds und beim Grubern oder Tiefenlockern mit dem Unimog. Da schauen wir gerade einmal kurz hin, da und zwar auf der 13. Ja, der braucht nur 17 Minuten und jetzt schreibt er gerade außer damit er entladen werden will, der Strohsammler. Da ist er. Und der Drescher muss ein. Ah, das war jetzt falscher Knopf. Aber das werden wir jetzt gleich wieder richten. So, das machen wir einmal zu. Jetzt gehen wir mal mit den ausleeren. Den Drescher. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für eure positive Bewertung der letzten Videos. Das freut mich, damit es euch gefällt. Und vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, sprich von den Abonnenten her. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, das freut mich einfach, damit es euch gefällt bei mir. Und damit meine Videos bei Hogwarts ankommen. Ja, jetzt wollt mal den fertig machen da. Also, der ist schon fertig. Ja, dann gehen wir den einmal ins Lager bringen und dann schauen wir gleich einmal weiter. So, da wieder. Und dann geht's zum Silo und dann ausleeren und dann kann man ihn wieder einstellen. So. Und dann könnte man eigentlich schon wieder einmal Stroh pressen, Strohpellets machen. Das war halt auch noch was. Oh, da sind wir stehen geblieben. So. Der ist auch leer. Jetzt sollen wir noch den Rest abernten, was er. Jetzt sollen wir abschalten den Motor, damit er so fertig ist dann mit dem Feld. Jetzt sollen wir das noch wegdreschen. Was er stehen gelassen hat, der gute Helfer. Und dann können wir eigentlich schon wieder mit Düngen und Ansehen beginnen. Ui, da war jetzt der Traktor im Weg. So. Da unten und auf der anderen Seite noch dann auch stehen gelassen, dass wir jetzt schnell noch sauber abernten. Dann können wir eigentlich, wenn der fertig Stroh aufgesammelt hat, düngen gleich wieder. Und wenn der Unimog fertig ist mit Tiefenlockern auf dem Feld 13, können wir den da einstellen und dann können wir dort wieder ansehen und düngen. Ja, und so geht es eigentlich dahin. Ja, so. Ah, da oben ist noch was. So. Null Euro Lohnzahlungen, alles klar. So. Abschalten. Jetzt setzt ein Abtank, ah, der ist da oben. Rausfahren. Ui. Schnell weg da. Nicht mehr blockieren. Ui, 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 ui. Das war jetzt nicht gut.
So, den können wir zusammenkloppen und reinfahren. So. Wo ist denn jetzt der Schneidwerkswagen? Ah, der ist unten. Ui, geh weg. So. Dann können wir eigentlich gleich weitermachen. Das schnell wegstellen. Ah, da hinten ist er. War falsch gefallen. Schön wieder aufladen. Nicht so, wie wir es letztes Mal gemacht haben. Ah, schief. Ui. Na, bleib schön. Ah, nicht der Baum. So. Noch vor. Abkoppeln. Zack. Schön gemacht. Eigentlich können wir das Handtuch zumachen vom Gasplay. So, dann kuppeln wir das an und dann stellen wir es wieder unten zum Waschen hin. Können wir das schnell machen. So. Ah, das wird jetzt wieder runterfallen. Haben wir nicht gut draufgelegt. Jedoch, das passt so, aber scheint nicht so zu sein. Dann können wir das so hinlegen. Jetzt dir wird's passen. So, dann schauen wir weiter. Dann können wir das schnell waschen mit dem Hochdruckreiniger. Und schauen wir gleich mal wieder weiter. Ui, ui, ui. Hier, der ist schon wieder voll. Wir gleich ausleihen, jetzt packen wir noch schnell da her zum Hochdruckreiniger. So, Motor abstellen. Fahren wir schnell zu dem da. Drei Bahnen, sowas hat er noch. Und dann sind wir mit Strohsammeln auch schon wieder fertig. Und so geht's eigentlich dahin. Uiuiui, uiuiui. Da fällt ein bisschen Frontgewicht. Würde ich sagen. Und das können wir auch wieder zurückstellen. Da machen. Und dann geht's los wieder mit Feldarbeit. Mal schnell zum Feld wieder. Zack. Und dann geht's gleich weiter mit den Abladen. So, jetzt müssen wir schauen, wo wir stehen geblieben sind. Wo sind wir stehen geblieben? Einstellen, passt, dann schauen wir da mal weiter. Wie viel haben wir denn jetzt im Lager? 30.000. Ja, ist eigentlich eh gut. Stellen wir das da mal her. Und dann müssen wir einmal zur Wiesen wieder schauen. Uiuiui, ui, ui.
So. Dann schauen wir einmal, was mit den Feldern jetzt als nächstes passiert. Der braucht noch 9 Minuten, aber das kriegen wir schon hin. So. Dann. Schauen wir weiter. Ah, da, den müssen wir noch waschen. Gehen wir gleich da den Drescher auch mit waschen. Nicht einsteigen. Das wollte ich jetzt nicht. So, dann waschen wir auch mal den Mähdrescher. Es wird sauber jetzt noch der Schneidtag. Und dann schauen wir einmal, ob wir nicht Strohpellets draus machen aus dem ganzen Stroh. Es geht sich nicht aus. So, dann fahren wir einmal mit dem Drescher weg. Bauen wir einmal hier aus. Ui. So, dann kommen wir da wieder aus. Zu. So, dann schauen wir weiter, was. Ah, jetzt müssen wir noch den Drescher, den Traktor waschen. So. Den schönen MP-Truck 1000 Intercooler. Gibt es übrigens im Mod-Hub zum Download, falls es euch interessiert. So, das war's dann mit dem. Den stellen wir jetzt auch weg. Ah, der ist auch fertig mit Stroh sammeln. Das passt ganz genau. Was muss man jetzt machen mit dem Feld? Ab tiefen lockern dann. Und dann können wir es wieder ansehen. Aber ja, das sehen wir ja in der nächsten Folge. Weil das geht sich halt gar nicht mehr aus. Mal falsch gefahren, jetzt müssen wir da wieder. Ui. So, jetzt geht's. Entschuldigung. So. Schauen wir mal, ob der Dünger braucht. Ja, der nimmt das an. Passt auch. Dann können wir gleich Feld 7 Dünger machen. So, dann stellen wir den schnell ein. So, der ist in 3 Minuten fertig. Der braucht noch 5 Minuten. Aber ich würde sagen, das war's dann für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und falls ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid und keine Videos zu verpassen, dann könnt ihr jetzt gerne abonnieren. Das wird mich riesig freuen und unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, ciao.